Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei No Man's Sky. Oh, danke, danke. Ich habe jetzt zumindest 3-4 Minuten oder sowas gewartet, weil ich wollte, dass der Sturm aufhört, wollte aber einfach nicht. Dann dachte ich mir, okay, pfeif drauf, dann starten wir halt einfach. Ich habe hier ein Sektor-Navigationssignal entdeckt. Da würde ich halt jetzt halt mal ganz kurz hindüsen. So, und einmal aktivieren. Aber wir müssen ja das Grauen aus der Tiefe finden, ne? Okay. Achso, das wird gescannt von ihm hier. Deswegen war das jetzt so komisch. So, machen wir mal leer das Zeug. Navigationsdaten. Da haben wir ein bisschen Rost. Und da haben wir Signal. So. Jetzt ist nur die Frage, ich muss ja das Grauen in der Tiefe finden. Ne? Das ist ja im Grunde dann nur irgendwas, was hier im Wasser sein kann. Gepanzerte Muschel. Auch gepanzerte Muschel. Puh. Das ist der Titanwurm. Was haben wir da? Frachtabwurf. Flüsterndes Ei. Paraffiniumansammlung. Bla bla bla. Nichts, ne? Puh. Das ist jetzt natürlich die Sache, ne? Wo finde ich das am besten? Scannen wir mal nochmal, vielleicht sieht man dann etwas. Ne, den Frachtabwurf finde ich toll. Weil einfach schwimmen gehen ist ja auch nichts, ne? Was haben wir da? Auch gepanzerte Muschel. Oder wir fliegen einfach mal ein Stück noch weiter. Aber ich denke mal schon, dass wir das hier irgendwo finden werden. Okay, komm. Ups. Hol mal das Schiff her. Ja, sehr knapp. Machen wir mal einen kurzen Sprung auf die nächste Insel da vorne. Tja, dann wenn man es braucht, findet man es nicht, ne? Und wenn man nicht will, dann hat man sie plötzlich. So. Flüsterndes Ei. Gepanzerte Muschel. Kobalt. Auch gepanzerte Muschel. Hm. Verschüttetes Relikt. Na gut. Dann hüpfen wir halt einfach mal ins Wasser. Was soll's, ne? So, tun wir nochmal scannen. Aber man sieht eigentlich gar nichts, ne? Ich denke mal, dass das Grauen aus der Tiefe mich dann schon irgendwann angreifen wird, wenn ich zu nah komme. Grauen aus der Tiefe, Entfernung 22. Ja. Ups. Solarstrahl, Impulswerfer. Okay, das war, was wir brauchen, oder?
gut. Der wird das leere Eis, braucht ein Gehäuse. Ja, jetzt brauchen wir noch lebendes Wasser. Tja. Lebendes Wasser. Wo kriegen wir lebendes Wasser her? Vielleicht aus einer der Pflanzen hier? Fleischfressend. Karpbeutel sind es. Was haben wir hier? Nicht identifizierte Pflanze. Da kriegen wir Xylophosphat und diese Dinger da. Okay. Was kriegen wir daraus? Salz und Natrium. Schauen wir mal, was da vorne ist, dieses lilane. Das könnte eine Muschel sein, oder? Ja, das ist eine Muschel, okay, brauchen wir nicht. Kohlenstoff. Okay, ich muss noch mal gucken, wo ich das herbekomme. Moment, wir gehen mal in den Questing rein. Aber da ist nichts. Suche lebendes Wasser im Weltall. Okay. Lebendes Wasser im Weltall suchen. Einmal rein, bitte. Diesmal wollte ich nicht aussteigen. Ich wollte direkt losfliegen. Dann schauen wir mal. Dann müssen wir halt ein paar Asteroiden mal wegballern. Ich denke mal, dass das Lösungsrätsel ist. Na, da haben wir doch schon was. Tun wir mal hier scannen, ob wir hier irgendwas sehen. Aber im Normalfall hast du da nur Tritium-Vorkommen. Naja, gut. Dann fliegen wir halt da mal mitten rein und ballern einfach mal ein wenig was weg. Goldklumpen. Tritium brauchen wir sowieso immer wieder. Gold. Da ist halt auch die Sache, ne? Wo muss ich drauf schauen? Da wäre es auch cool, wenn man irgendwelche Drohnen hätte oder sowas, die man dann losschicken kann, die Tritium farmen. Okay, schauen wir mal nach. Gehen wir mal rein hier. Wir haben auf jeden Fall Silber bekommen. Oh, das Ding ist sogar schon voll mit Silber wieder. Okay. Lassen wir dann auf ein Raumschiff. Okay. Meine ich, jetzt ein Gold noch bekommen. Da. Zack. Das lassen wir hier. Okay, aber lebendes Wasser? Was suche lebendes Wasser auf der Raumstation? Auf der Raumstation soll ich lebendes Wasser suchen?
Stand jetzt zumindest da, ne? Imeril, achso, das hat man schon gescannt. Na gut, dann schauen wir jetzt nochmal auf die Raumstation. Anormale Frequenz, eingehende Nachricht, dann schauen wir doch mal. Akzeptanz, Hoffnung, bereitwillig, ein Gefühl der Gelassenheit übermannt mich, während sich mein Kommunikator auf dieses wunderschöne Riesen einstellt. Er sendet keine herkömmlichen Nachrichten, es ist vielmehr eine Übertragung von reinen Gefühlen. Ich lasse dieses Gefühl zu und betrachte weiterhin das Wesen vor mir. Um Opfer bitten. Ich trage dem friedvollen Reisenden mein Anliegen vor. Obwohl wir keine gemeinsame Sprache sprechen, scheint er mich doch zu verstehen. Es scheint sogar damit gerechnet zu haben. Er schüttelt sich und ich bekomme das, was ich brauche. Das Wesen setzt seine Reise fort. Was habe ich bekommen? Lebendes Wasser. Cool. Ich denke mal, es war klar, dass ich jetzt hier ein Foto gemacht habe. Was soll ich denn jetzt machen mit dem Ding? Einfach lassen? Ja, dann lassen wir es einfach, ne? Schießen tue ich jetzt nicht drauf. Okay, wir haben, was wir brauchten. Oder? Ah, ne, genau. Wir müssen jetzt halt dieses unmögliche Membran herstellen. Ein feines Geflecht, das... Achso. Okay, gut. Dann haben wir das da. Wieder ein Teil mehr von diesem Sammelsurium. So, jetzt sag mir, was los ist. Wo muss ich hin? Ist der jetzt halt wirklich weg? Anscheinend, ne? kehre zur uralten Biogenese-Struktur zurück, zeige der Maschine die unmögliche Membran. Alles klar, hüpfen wir da nochmal hin. Ach nee, da ist es noch. Ist interessant, ne? Kind von Helios. Gut. Lassen wir das Kind mal Kind sein. Weil ich will es jetzt nicht abballern. In der, dass ich dann irgendwas heraufbeschwöre, was man nicht tun sollte. Aber gut, was sollte passieren? Gespeichert ist es ja vorher. Ich könnte jederzeit den Spielstand wieder laden. Ne? Aber gut. Einmal im Sturzflug. Genau, und landen. So, jetzt kommt gleich der Wurm wieder raus. Das ist eigentlich normal, wenn man landet, ne? Dann zeigt er sich immer. So. Gucken wir mal. Experiment ist sehr und betriebsbereit. Erwartet Material. Bitteschön. Ich habe vorbereitet, was verlangt wurde, und die Maschine hat ein weiteres bisschen Leben ins Universum gebracht. Können diese Haufen denken? Können sie fühlen? Wo liegt die Grenze zwischen Leben und organischer Maschine? Ein seltener Gegenstand gefunden. Fragiles Gehäuse. Dieses Gehäuse ist transparent, extrem dünn und somit kaum mehr als ein sanfter Hauch von Glas. Und doch ist das Potenzial unverkennbar und eine stetig wachsende Verhärtung trägt zu seiner Stärke bei. Es muss während seines Wachstums sehr vorsichtig behandelt werden. Wie alle Dinge auch, ne? Wie alles andere auch die ganze Zeit. Immer schön vorsichtig, aber man verändert nichts an seinem Verhalten oder sonst was. Also steht einfach nur da, dass man vorsichtig sein soll. Okay, da, nee, brauchen wir nichts. Da ist alles gut. Flotte erreichte das Dingsbums-System, alles klar, das freut mich. Gib mir die andere Quest bitte, Sternengeburt. Warten, bis das fragile Gehäuse voll entwickelt ist. Das Gehäuse ist zerbrechlich. Okay. Das sind, oh, über 24 Stunden. Na, okay. Dann ist ja alles gut. Dann würde ich sagen, schmeißen wir uns mal hier auf diese Planetenkarten. Ich weiß jetzt, kann ich die hier aktivieren? Eigentlich schon, oder? Machen wir doch mal. Notrufsignal, vielleicht finden wir hier was. Ich
Das finde ich immer irgendwie am interessantesten, die Notfallsignale, weil du hast entweder ein Schiff oder einen Frachter oder irgend sowas. Ich habe doch da gerade gehabt, nicht da. So. Dann fliegen wir eben einmal zum Notsignal. Weit bist denn du? Bin ja auf jeden Fall so weit, dass ich am besten nach oben fliege. Und ab mit dir. Schauen wir mal, was es ist. Vielleicht ein Frachter, hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Vielleicht noch irgendwie so Frachtschott oder was finden. Wäre nice. Und was haben wir? Ein Schiff wahrscheinlich. Oder auch gar nichts, das kann auch sein. Ne, da ist ein Schiff, läuft ein Pilot rum. Sehen tue ich jetzt auf Anhieb keinen. Der, ne? Okay, Ziel erreicht. Esakus fliegende 18. Gehe ich erst? Nein, da gehe ich nicht ran. Ich sichere mir eigentlich immer erst das Schiff und dann gehe ich an diese Kugel. Wiegenbildnis. Okay, und nichts gefunden. Alles klar. Dann schauen wir doch mal. Kann ich da einsteigen irgendwo? Ach doch, da. Esakus, fliegende 18, Schadenspotenzial, Schildstärke. Ja, vergleichen kann ich es zwar, aber tauschen tue ich es eh nicht. Wenn, dann tue ich ja nur das Schiff beanspruchen. Okay. Man, ich habe ein C-Klasse, das ist ein B-Klasse, ne? Aber bis ich das wieder ausgebaut habe. Okay, Schiff beanspruchen, zur Sammlung hinzufügen. Ich muss wahrscheinlich irgendwas... Ja, ja, Schilder deaktiviert. Impulsantrieb kritisch beschädigt. Ich brauche ein hermetisches Siegel. Das ist ja kein Thema normalerweise. Da haben wir es schon. So, einmal, zweimal. Und ansonsten, Startschubdüse ist alles... Okay, gut. Dann einmal raus. Warte mal, dann stell mal das Schiff woanders hin. Nein, wieder falsche Taste. Stell's mal dahin. Dann aktiviere ich gleich mein Schiff hier wieder. So, dann gucken wir mal. Gemessen am Schaden muss das Schiff besonders heftig aufgeprallt sein. Die Fracht ist aus den Containern gefallen und überall verstreut. Man kann kaum unterscheiden, welche Teile zur metallischen Hülle des Piloten gehören und welche Trümmer vom Schiff selbst stammen. Die Blackbox ist noch intakt, aber sie gibt ein seltsames, zischendes Geräusch von sich, als ich mich hier nähere. Wrack durchsuchen oder Blackbox-Signal verstärken? Durchsuchen wir das Wrack. Ich bin überrascht, wie viele wertvolle Waren ich finde. Ein Korvax-Gehäuse. Okay, Treibstoff. Das soll jetzt viel gewesen sein. Ernsthaft? Warte mal, die Maschinerie. Die hätte ich eigentlich auch machen können gleich, ne? Weil die hat ja nie was mit dem Absturz-Dingsbums zu tun. Und Nanitos. 26. Na dann. Aber wir haben auf jeden Fall ein weiteres Schiff zum Verschrotten. Ich denke mal, dass man nochmal eins aktivieren können. Da.
Frachterabsturzstelle lokalisiert. Ja, wunderbar. Wo? Irgendwo da? Abgestürzter Frachter. Kann ich dich markieren? Nee, ich kann dich nicht markieren. Oder? Nee. Steht zu nah am Schiff, aber es macht nichts. Da fliegen wir jetzt direkt hin. Und es ist wie weit weg? Eine Minute. Das sind im Grunde bloß ein paar Sekunden. Sekunde. Weil ob ich jetzt durch einen Raum springe, da brauche ich, glaube ich, ungefähr genauso lang. Vielleicht bin ich ein bisschen schneller, es kann sein, aber... Abgestürzte Frachter. Ich bin mal gespannt, was wir da bekommen, weil 5 oder 6 Container haben wir auf jeden Fall da. Okay, schauen wir mal. Normalerweise hast du bei einem Frachter auch eine Landestelle, aber durch diesen dummen Sturm sehe ich halt wieder gar nichts, ne? Echt übel. Ist das im Wasser? Das sieht jetzt irgendwie so wassermäßig aus, das Ganze. Aber nein. Steht da immer was drüber? Achso, das ist nur eine Spiegelung. Ich dachte, jetzt da steht irgendwas. So von wegen Eingang zur Kantine oder irgendwas. So, gucken wir mal. Keine Aktivitäten der Crew entdeckt. Suchtprotokolle. Wahnsinn, was ein einziges Wort, ne? Entweder suchen oder die Sucht. Also die Suchtprotokolle. Protokoll lesen. Die Hälfte der Fracht wurde aufgrund des Lecks unbrauchbar. Versucht das mal dem Aufseher zu erklären. Die Gags sind nicht sehr erfreut über kaputtigst. Ich glaube, es ist besser, wenn ich die Nachricht persönlich überbringe. Die Hälfte der Fracht wurde aufgrund des Lachs unbrauchbar. Versuche zu erklären. Protokolle zeigen hunderte solcher Nachrichten an. Alle beschreiben ein Leck im Frachtraum. Dem Kapitän des Frachters werden die Wiederholungen dieser Protokolle immer bewusster. Er wird immer panischer. Danke, dass der Sturm aufhört. Zum Zeitpunkt der letzten Nachricht schreit er bereits vor Glück und Verzweiflung. Okay. Na, dann gucken wir doch mal, was wir hier finden. Da war jetzt irgendwas gestanden von verbesserte Effizienz oder was weiß ich was. So, schauen wir mal. Der erste Frachtcontainer ist hier. Gehen wir halt quasi erst wieder mal außerhalb des Schiffes. Wir brauchen den Terrain Manipulator. So, und was finden wir? Faetium ist gut. Fregattenmodul, wunderbar. So mag ich das. Na, nein, du wolltest eigentlich hier durchgucken. So, wir haben Frachtkapsel 58. Das sind die oben drin. Dies am nächsten. Was aktivierte was? Emeril, okay. Und da drüben ist dann auch nochmal. Alles klar, nee, dann machen wir erst einmal die hier. Ups. So, was kriegen wir hier? Warp-Hyperkern.
Okay. Ja. Ist okay. Das da drüben kann ich auch gleich aufschießen. Gut. So ein Frachtschott wäre schon nicht noch schlecht, ne? Das wäre nice. Geborgene Daten. Ist ernsthaft? Upsi. Irgendwie. Ah, aber ich bin richtig gelandet, dann passt's ja. So. Units 240. Okay, naja, Units sind ja auch was, ne? So, da hätten wir die nächste. Ziel erreicht, steht da. Ach so, das ist das hier. Oh, cool. So, gib mal was Vernünftiges. Geborgene Daten. Zweimal. Okay. So, und einen müssten wir noch haben. Und die Frage, wo? Da ist er. 123 Meter. Ansonsten keine mehr. Was haben wir da oben? Vergrabener Vorrat. Vergrabener Vorrat, ne? Dann ist das der letzte. Ah, okay. Hyperkern. Okay. Abgehakt ist es. Materialien aus dem Wrack bergen. Dann passt. Dann haben wir alle. Dann haben wir alle. So, und auf das andere Ding müssen wir eh noch warten. Warte mal, bleib da drin. Hyperkern, der kann auf den Frachter. Geborgenes Fregattenmodul, das ist für den Frachter. Passt. Tun wir das auch gleich mal hierher. Passt. Okay. Ja, der Sturm, der juckt mich gar nicht. So, dann fliegen wir erstmal von hier weg. Und ich würde sagen, wir visieren den nächsten Planeten an. Ich würde die nämlich hier schon gerne mir angucken. So, den roten hier zum Beispiel ist ein Mond, oder? Fliegen wir mal hin. Allzu weit kann es ja nicht sein. Uralte Knochen, Kaktusfleisch, Emeryt, Pyrill und Natrium. Bist du ein Händler? Kuriose Sachen, okay. Okay. Um Relikt falschen. Probieren wir es halt einfach mal hier mit 948, also knappe Mille für ein Relikt. Händler schickt mir ein Relikt und macht sich auf den Weg, glücklich darüber, das zu verbreiten, was er zu verbreiten glaubt. So. Sekunde. Wir fliegen da gleich wieder hin. Schauen wir mal ganz kurz. Ja, 1,8. Also im Grunde das doppelte Wert. Das passt doch. Und Gold habe ich eh nicht so viel. Also das hätte ich nicht unbedingt hergeben wollen. Verlassener Planet. Und auch keine Wächter. Also da würde ich gerne mal gucken. Da würde ich gerne mal scannen. Ob man hier vielleicht irgendwas finden kann.
vielleicht ist es ja auch ein schöner Planet, um hier mal unter Wasser was zu machen. Da ist irgendwas unter Wasser. Unbekanntes Gebäude. Direkt hier im Wasser. Das schauen wir uns jetzt noch an. Ist wahrscheinlich nur eine Antenne oder sowas. Vermute ich jetzt mal. Ah ja, genau. Na, bleib dort. Ah, ist mal wieder das Licht im Weg, ne? So. Navigationsdaten. So, dann machen wir den Speicherpunkt hier noch. Wunderbar. Wunderbar. Dann machen wir hier das nächste Mal weiter, hätte ich gesagt. Das schaut doch ganz nice aus. Denke ich mal. Sekunde, wir gehen nochmal ganz kurz hier auf den Katalog. Natriumpyrit. Also im Grunde brauchen tue ich nicht wirklich was davon. Emeryl habe ich nämlich schon. Pyrit auch. Natrium, naja. Aber man könnte ja trotzdem mal scannen. Strom hätten wir. Müsste ich das da mal suchen. Na gut, ich würde sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Da bleiben wir dann da. Ich setze mich bloß nochmal in den Schiff, das ich dann gespeichert habe. Genau, dann machen wir hier das nächste Mal weiter. Alles klar, wenn euch der Part heute gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.